So, hallo YouTube, was geht, Leute? Ich hoffe, es geht euch gut und willkommen zurück zu Prognostik, einem Spiel Detektivhorror, in welchem man durch Rituale Mordfälle lösen muss. Sehr cool gemacht, die Soundkulisse ist mega. Und du hast noch kein Abo, dann gerne abonnieren, falls dir das Video gefällt. Like, falls nicht, dislike. Aber lass keine weitere Zeit verlieren, rein da ins Spiel. So, Tag 5. Partykiller. Da sind wir auch schon. Partykiller. I couldn't understand all of these terms and formulas from her letters, so I asked a local professor for help. It turns out that in his youth he studied with our old woman at the university. She had a science degree. Who would have thought? Unfortunately, this gentleman's family suffered a tragedy. His granddaughter was killed. She and her fellow students threw a three-day party at 6 Barnell Street, and after walking away from the hangover, they found her already cold body. The murder took place in October 1904, but we do not know the exact day. I saw how our grandmother was able to establish a connection between the killer and the victim using tarot cards. If you repeat this ritual and find the killer, the professor will help us with letters. Okay, die Akte des Killers sollen wir wieder senden. Dann markieren, wo der Mörder war, beziehungsweise zu welcher Uhrzeit. Und die Ergebnisse der, ja, des Kartenlesens sollen wir senden. Das ist anscheinend das Opfer. Studierende, she came to her sister's birthday party, the guest food that she had left early, also ist früher gegangen. Und 3 Tage später hat man sie erstochen in einem Keller gefunden. So, und many knife killings have been happened in the town lately. Also in der Stadt waren sehr viele Messerstichereien. Also Tode durch Messer. So, Selena. I barely managed to get her to talk. The girl was heartbroken. She adored her sister. And guess what? You have something in common. She is fond of fortune telling. Was ist fond? Kenne ich nicht. So, Jacob. Er sieht sass aus. He was a brother of the victim and lived with her. He claims that he left the party on the first day. Other witnesses could not confirm this. Okay, also das ist nicht bestätigt, dass der da auch... Ne? Was mit dem Alan? Defiance of Selena Dean. Defiance? He was the one who found the body. The guy was clearly shocked. Das muss aber nichts heißen. Könnte auch gespielt sein. The victim's neighbor, their families are in strained relations because of the ongoing dispute over the land borders. Oha. He himself claims that he had no problems with Rebecca. Okay, also, diesmal mit Tarotkarten. Haben wir noch gar nicht gemacht. Wir zünden wieder das schöne Feuer hier. Zack, die Ritualkerze. Oh, so, erstmal wieder reinfinden ins Spiel. Ich bin gespannt, was uns da irgendwann erwartet. Oh, kraut's mir jetzt schon vor. So, hier ist der Spiegel. Hier ist die Karte. So, achso, wir sollen aber zu den Tarotkarten. Wo sind die? Die sind oben, ne? So, wir müssen hier hoch. Oh je, oh je. Hier ist eine Kerze und hier ist direkt schon ein Spiegel. Natürlich ist da ein Spiegel. Was macht, da sind die Tarotkarten, okay. Macht nachher Spaß, hier überall rumrennen zu müssen, wenn da wieder jemand durch die Tore kommt. In dem Fall Spiegel. Als wenn das Spiel nicht so gruselig genug wäre, ne? So, was ist in diesem Raum? Es sieht auch sehr vertrauenserweckend aus. So, also Tarotkarten. Los geht's. Natürlich eine schöne Uhr, die im Hintergrund tackern muss. Ach ja, wer hätte es gedacht. So, this tarot card reading will help to find out the connection between the victim and the killer. Make sure the ritual candle is lit, haben wir gemacht. Put the victim dossier on the stand. Also das Opfer. Rebecca Dean ist unser Opfer. Ist das anhört. Shuffle the deck until it image shines with light. Okay, gemacht. Ah, jetzt, okay, und wie weiter? Start opening the cards one by one. Watch out for the death card. If you see it, do not open further. Shuffle again and start from the beginning. Oha. Keep opening cards until you draw the justice. Okay, dann machen wir das mal. Bei der Todeskarte nicht weiter. Justice. Oh, okay. Open and memorize one final card after that.
Nicht ins Ohr, bitte. Das ist sehr unhöflich. So, der Tower. Okay. Meanings. Magician, Hierophant, Strength, Hermit, Wheel, Justice. The Tower, 16. The murderer is part of the family. Seht ihr das? Ah, hier, 16. Okay. Ah, hätte man auch nach der Nummer schauen können, ne? So, Press Tab. Okay. The murderer is part of the family. Okay, also muss es ein Dean sein. Die zwei haben gar nichts miteinander zu tun, also die haben auch nicht gelogen. So, und der Victor hatte auch keine Probleme mit der Rebecca. Also einer von den beiden. Wir wissen, den Tag took place in October 1904. At Six Barnhill Street, aber wir wissen den genauen Tag nicht. Also müssen wir wahrscheinlich wieder das Glücksrad, nenne ich es immer, das Glücksrad benutzen, um herauszufinden, wann genau, wenn ich mich recht daran erinnere. Hier? Ne, das war die Karte. Ist ja auch das Symbol entsprechend. Oh, fuck. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, das ist jedes Mal total ätzend, ey. Das Geräusch, wenn da... Oh, okay, so, dann... Oh, Alter! Es geht direkt schon wieder gut los, ey. Ich erschreck mich hier zu Tode. So, und jetzt geht die... Oh. Jetzt geht die Ritualkerze auch noch aus. Ey, das Spiel, ne? Da hast du ganz... Die Zeit hast du da Gänsehaut. So übel. So, Ritualkerze gezündet. So, und wieder hier rüber. Hier rein. Ja, okay. So, und da ich vergessen habe, wie das genau geht, müssen wir da auch lesen. Make sure the ritual candle is lit. Victim does you understand. Oh, Alter! Hallo! Hallo, Subenya! Rebecca. So, die stellen wir hin. Hello, Schätzelein. So. She, gut, das haben wir schon gelesen. Date of birth, was müssen wir jetzt machen? Determine the zodiac sign of the victim by using the table on the next page. Okay. Oh je. Wann ist sie denn geboren? September 9/24. The key letter of the name. Okay, überfordert. So, R. First name R. First letter of the name, Fire sein. Dürfte. Wird das sein? The last letter of the name, Earth sein? Aber wie ist das anzuwenden? Identify the key letter of the first name. It depends on the element as described on the next page. Open the Chaldean table on the next page. Determine the key number for key letter. So, also erstmal September, wo ist es? September 9/24. Da zählt der Tag, ne? Warum steht die 9 da? Weiß das jemand? Jetzt bin ich wieder verwirrt, ne? September 9/24 87. So, September müsste sie ja Libra sein, ne? 24. September, Libra R. So, und das hier ist das Rad für Schwarz hieß es, ne? Libra R, wo ist Libra? Libra ist da unten. So. Okay. Haben wir gemacht. Identify the key letter of the first name. It depends on the element. So. Uff. Wieder oben, oder was? Wow! Alter! Oh, scheiße. Oh, scheiße. Upsi! Alter, ist das gruselig. Kann ich die einfach... Scheiße, ich komme hier nicht weg, ne? Oh, die ist aber extrem lahm. Kann ich die einfach umrennen? Aber die... Was bringt denn das jetzt noch, wenn ich den Spiegel zumache? Die ist doch schon da, oder nicht? Oh...
ist das so cool gemacht, ey. Und das soll reichen, die war doch schon hier. Ey, wenn die mich nachher... Oh, das gibt wieder Herzinfarkt, ne? Kommt doch bestimmt wieder. Hört ihr das? Fuck. Ah, oh, das wird spaßig. Und die Ritualkerze ist auch wieder aus, ne? Wo ist... Ach du Scheiße. Hier sind die ganzen Lichter jetzt aus. Was soll das? Ich gehe da nicht rein. Ah ne, ist noch an, aber fast leer. Alter! Ich hab's doch gewusst, ey, die ist hier. Scheiße. Ich glaube, ich hab verkackt, oder? Alter, hier geht gerade. Hier geht der Punk. Und ich soll jetzt die Aufgaben machen, während da irgendwelche Leute. Boah. Scheiße, was ein Spiel, ey. So, er sein. Ja. Fuck. the third letter of the name or the first. If the name has less than three letters. Ne, sie hat mehr. Rebecca. So, der dritte Buchstabe. B. Okay, und was soll ich jetzt mit dem B machen? Open the Chaldean table. The key letter. B. B ist 2. Und dann? Thanatos. Das rote zu den... Ich höre Schritte. Scheiße. Auf die 2. Die 2. Die 2 ist hier oben. Okay. Oh! Oh, ist nur ein Hund. Okay. Identify the key letter of the last name. It depends on the element. Ja, okay. Das weiß ich. Er sein... The last name. Key letter. If there are more than 5 letters in the surname, then the key letter of the surname is the 5th one. Scheiße. Fuck, 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 fuck. Kann die durch Wände? Er, sie, keine Ahnung. Alter, da habe ich was gemacht, ey. Ich hätte den Spiegel nicht... Uah! Fuck, und der nächste Spiegel geht auf. Was zur Hölle? Oh, ey, Leute. Puh. Nee, nicht die Kerze aus. Bist du wahnsinnig? Alter, ich werde das... Gleich ist die Ritualkerze wieder aus. Dann kann ich Ritualkerze anmachen gehen. Ey, was? Scheiße. Oh, oh, da hinten ist er. Ich muss hier... Ich verlaufe mich jetzt, oder? Ne, hier muss ich hin. So, Rebecca hat 5. Ey, ich komm da. Ich krieg das nicht gemacht. Die kommt immer wieder hierher. So, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich glaube, ich habe einfach verkackt. Das wird nichts mehr. Ritualkerze, vielleicht. So, oh, kann das Vieh jetzt verschwinden oder was, wenn die Kerze aus ist? So, neues Glück. Wir versuchen es jetzt einfach. So, schnell. Was, wenn der Name wie... Last Name. Last Name er sein. More than 5 letters. Rebecca hat natürlich 1, 2, 3, 4, 5. Ja, und dann? The 5th one.
Das war alles? Davor bin ich weggerannt? Okay. 3, 4, 5. C. Okay, was mache ich mit dem C? C ist 3. Und dann? Das Blue auf die 3. Also das blaue Rad auf 1, 2, 3. Okay. So. The icon means that the death happened in the morning. The, also das Mondsymbol icon shows that it happened in the evening, so you need to add 12 to the hour of the wheel. So, wie liest man das jetzt? Monat, Tag, Stunde. Stunde 2. Oder schon wieder was. So, Tag 29. So, hoffentlich ist das richtig. Monat 10. So, und dann auf die Stunde 12 dazu rechnen. Also 14. Okay. Und das soll jetzt das 14, 29, 10. Scheiße. Alter! Oh, ich hasse es und ich liebe es. Wach. Ohne Kaffee. Scheiße, scheiße. So, das war's dann, oder was? Okay, und mit dieser Angabe muss ich jetzt, kann ich da jetzt A Murder is Part of the Family? Kann ich das jetzt irgendwie add? Au. Was? Wir haben es falsch gemacht. Scheiße. Warum sagt... Okay. Jetzt ist es auf Russisch. Oh, Mann. So. Irgendwas habe ich falsch gemacht. September 24. Monat 9. Ja, natürlich. Jetzt fängt es auch noch an zu stürmen. So, das mittlere Rad, das rote. Soll auf dieses Zeichen. Dann war das nächste Rad auf der 2. Weil Determine the Zodiac Sign, Turn the Wheel, das Schwarze. Genau, so habe ich ja gemacht. Identify the key letter of the first name. So, und das ist R. Der dritte Name, der dritte Buchstabe des Namens. 1, 2, 3, B. So, und B ist 2. B ist auf der 2. So, und das ist auf der 3, weil der letzte Name. Identified Killer of the Fur. Hier sind wir. Killer of the Last Name. So, das ist auch er. Das ist er, ja. If there are more than 5 letters in the surname. Then the key letter of the surname is the 5th one. 1, 2. Oh, ich bin so doof, ich habe einen Fehler gemacht. 4 Buchstaben. Oh, wie. It's the last one. Es ist N. Und N ist 5. So, und dann haben wir Tag 5. So, Tag 5. Stunde 2. Plus 12 sind 14, Mond. Ah, verdammt. Okay, Leute, jetzt haben wir es aber. Das war der Fehler. The Surname, also der letzte Name, der hat natürlich keine 5 Buchstaben, wenn es Dean ist. So, Tschüssikowski. Rüber da. Wir lösen das jetzt. Ah. Ja. So, Tag 5, Stunde 2, Monat 1. So, und 19.04. Okay, Oktober 19.04. Es geht ja um das, ja, um das Opfer, das ist 19.04. So, dann hätten wir also at... Was? So, ihr müsst mir helfen. Erst sein. Eieieiei.
Then the key letter of the surname is the fifth one. If not, it is the last one. N. N wie Nordpol. N wie Nordpol ist hier 5. Und Kaldian Table. Thanatos, den blauen auf 5. Ist auf 5. So, also haben wir Stunde 2. 12. 14? Der Monat? Monat? Ach, der 10. nicht der. Dann hatten wir es aber doch immer noch, oder? Vielen Dank, vielen Dank. So. Jetzt müssen wir gucken, wer es von diesen beiden war. Warum ist das hier so markiert? Suspect, Suspect. Also die können wir schon mal markieren als Innocent. Okay. Also jemand von diesen beiden. Also laufen wir jetzt zu der Karte. So. Okay, und das auch. Put the person's dossier next to the map. Okay. Wie auch immer, wir gucken mal nach der Rebecca. So, das war, haben wir... Wir wissen noch nicht wo. Okay, aber wir wissen ja, welche beiden, ne? So, jetzt müssen wir wieder eingeben. Der 10. Monat war's. 14. Tag 5. 14.10.5.1904. 14.10.5.1904. Jawohl, okay. So, wo warst du? 6 Barnhill Street. So, das wissen wir ja schon. Wo war sie? Wo war der Jacob? Der Jacob war nicht da. Es ist die Schwester. Diese Lena. Hat er das aufgezeichnet jetzt hier? Jacob, Highfield, Barnhill, Barnhill. Ja, wir wissen jetzt, wer es war. Die Schwester war es. Wie ekelhaft. Mit meinem Bruder wäre es genauso schlimm gewesen, ne? Aber... Okay, hierhin. So, die Akte des Täters. Und zwar Selena. Okay, und mark and send where he was or she at the hour of the murder. Hier. Okay, send the results of the victim covered card reading. Hier. Send. War's das? Ja, I put a little pressure on her during the interrogation and she began to sing. I thought that she did it out of jealousy, but there was something else. Only during the interrogation she mentioned where she heard about the betrayal of her groom and her sister in a dream. This professor lost his second granddaughter. I personally came to arrest her, and yet he kept his word. During her university years, our grandma came up with an insane theory of what she called consciousness transmission. This is the assumption that thoughts and feelings live in some kind of invisible field that can affect people. Judging by her last letters, in recent years she has come to the conclusion that even the thoughts of the deceased people can emit these residual waves. If I didn't know that your fortune-telling works, I would consider these records to be absolute nonsense. Maybe the professor's granddaughter heard something from beyond. Ja, könnte sein. Tag 6. Street Justice. Ah, das Spiel macht so Bock. Aber ist auch gruselig, ne? So, this time I sent you an example of a crime that no one wants to solve. One couple terrorized residents of a small neighborhood. They carried out armed robberies and intimidated witnesses after. The locals couldn't do anything about it because the girl's father is, let's say, is quite an influential person. It all ended badly, the couple was killed. Amelia at the end of 1903 near the house at 7 Clower Street. Lucas in September 1904 in a local shop at 4 Clower Street. Experts say they were shot from the same revolver. The locals refused to testify. Maybe they deserved it, but if we don't arrest the culprit, their friends will come to the neighborhood and will we have a lot more victims on our hands. Send the killer's dossier, also die Mörderakte. Send where he was at the hour of the first murder. Ach du Backe. Send where he was at the hour of the second murder. Send the result of the victim's tarot reading.
Also, oh je, das ist ja einiges zu tun. 19.03, 7 Clover Street. Wir haben keine Uhrzeit, noch gar nichts, ne? Oh je, das kann ja was werden. So, wenn man sich jetzt noch erinnert, was für was da ist, ne? Also die Karte können wir schon mal vergessen. Das heißt, Tarotkarten oder wie? Ist das, was wir als erstes tun können? Okay, das sind unsere beiden. Das heißt, wir wissen, dass wir beide durchführen. Oh, weh, oh, weh, oh, weh. Das kann ja was werden. Okay. Tarotkarten. Kann auch sein, dass ich es jetzt falsch rummache, aber ne, wir probieren es einfach mal. Justice. Oh, habe ich ein Glück. Ist doch schon wieder die richtige Karte. Und die nächste wäre Judgment 20. The Murderer Seeks Justice. Und das ist der Emilia dann. Okay. Justice für was? Wurde der gemobbt? Und ich kann jetzt keine weitere... Ich hätte das gerne wieder... Der pustet schon wieder mein Ohr. Ich bekomme das nicht mehr aufgehoben. Kann ich da bitte... Da muss ich da sonst noch was tun. Nee, Tarot Card Meaning und das war's schon. Ah, ich muss vielleicht erst sie abschließen. Und dann kann ich das... Okay. Weil wir haben hier zwei Opfer. Jetzt würde ich sagen, brauchen wir wieder Uhrzeit und alles, ne? Den genauen Zeitpunkt des Mordes. Okay, ah, so, der Spaß beginnt schon wieder. Emilia. So, First Name, Zodiac sein. 13. August. Bis wann? 13. August bis September 22. Das wäre... Ja, hallo, da ist nichts. Streich, Fire. Also Feuer, 13. August, okay. So, Fire sein, the first letter of the name. A. A ist 1, also, und das Schwarze wieder, ne? Ja, auf die 1. So, last name Fire, has it... If the surname has identical letters, then the killer of the surname is the first one. Walker. W-A-L-K-E-R. Nein, hat keine gleichen Buchstaben, also... If not, it is the last one. Also, auch R. Aber warum sage ich auch? Oh ne, es ist schon wieder oben, ne? Ich schon nie... Renn, es geht um dein Leben. Das war mehr als knapp. Eieiei. Das kann ja nur noch besser werden, das Spiel. So, was habe ich jetzt gesagt? R. R wie Richard ist 2. So, also das zweite Rad auf die 2. So, und dann? Irgendwas habe ich vergessen, ne? So, identify, open the Kaldian table. First name, last name? Das erste war... Oh, ich hab's falsch gemacht. Das erste war aufs Sternzeichen, Feuer. Fire, Aries. Mana-Symbol, irgendwas. Wenn ich's finden würde... Wo ist es? Hier. Da ist es. Okay. Das nächste muss auf... Jetzt habe ich es natürlich verkackt, ne? Ah, wenn man zu schnell machen will. So, Feuer sein. First letter of the name. Das war A. A auf die 1. Also das zweite Rad auf die 1. Das hier. Und beides auf die 1. Das kann ich ja fast nicht glauben. Und R war auf die 2. Ja, und das ist aus. Wir gucken einfach. So, Ritualkerze wieder an und dann schauen wir nach dem Datum. Genau, Aries, ja. Bis 13. August.
Oder ich hab's falsch. Gucke ich jetzt nochmal nach. Danke für den Hinweis. Moment. Im Moment ist es so schön ruhig, ne? Aber es bleibt nicht lange so. So, August 13. Juli bis August 22. Also ist sie noch hier bei... ach so. Symbol Feier, Symbol Aries. Okay. Ach, ich habe das vertauscht. Das ist auch Feier. Okay, das ist ja verwirrend. Black Wheel to the Zodiac sein. Also zu diesem... Okay, wo ist dieses Symbol? Symbol ist... Ne, das hier sieht anders aus. Irgendwie... ist es das hier? Nee. Nochmal ein anderes. Was zur Hölle? Skorpion. Wo ist Feuer? Oh oh. So, ich verstehe gerade nicht, was ich hier falsch mache. So, 13. August, Feuer, Leo. Wo ist Leo? Da sind die Wellen, da ist die 7. Das hat so ein komisches V mit einem Kreis unten. So, das ist aber kein V mit einem Kreis unten, das ist Earth. Ich brauche wirklich dieses Symbol, finde ich nicht. Ach, da oben. Na, oh, bin ich so blind. Ah, und jetzt steht es auch im Chat. Hätte ich auch gleich lesen können. So. Der letzte war R. Richtig? So, R ist 2. So, und Surname ist First Name, bla bla bla. So, ist das Blaue. The Key Name. So, das Blaue kommt auf R und R ist 2. Also das hier stimmt. Hoffentlich. So, und dann, was zeigt das Symbol? Da kommt wieder auf 12 drauf. So, Uhrzeit. 1. So, wäre dann 13. Tag ist der 28. Und das Jahr wäre 1. Das Jahr. Der Monat. 1. So, und wann? Das Jahr 1903 und 1904. Amelia war allerdings 1903. Da müssen wir jetzt drauf achten. Okay, das ist anscheinend richtig. So, jetzt müssen wir noch wissen, wo sie war und andere. Das müssten wir jetzt durch die Karte herausfinden. Ist mir viel zu ruhig. So, Emilia, wo warst du auf 13? Oh, die Ritualkerze geht schon wieder aus. Scheiße, ich hab die vergessen, die Tür zu schließen. Ach, herrlich. So. Oh, okay. 1.28.1903. Seven Glowers Tweet. Okay, wo war der interessiert eigentlich nicht? Der ist ja nah später gekillt worden. Wer war noch da? Wir müssen ja eigentlich nur rausfinden, wer, ne? 7? Nein, keine 7. Thomas Hunt. Auch nicht. Matthew Price. Scheiße. Nein, es ist oben, oder? Oh! Okay, ich dachte, da steht jemand. Oh, herrlich. Ups, ne, falsche Tür. Hier. Ich mach dich zu und auf.
So, okay. 7. Nein. Jerry Hancock? Auch nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Ah doch, hier. Hier wollte ich gucken. So. Muss ich ja nochmal durchgehen. Ich hatte das falsche... Alles ist okay, es ist... ja, alles... 12. Hier, wen habe ich noch nicht jetzt? Irgendwas... Klauers Tweet 77. Er war... At 7 Klauers Tweet. At the end of year 1903. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, weil... Wo war denn... Eigentlich habe ich die hier ausgeschlossen gehabt. So, sie war auch da. Ey, wie immer. So langsam. Okay, was bringt mir das jetzt zu wissen, ne? Die waren alle dort. Beziehungsweise nicht alle. Sie war dort 28.01.1903. Glauer. So, wie finden wir jetzt heraus? Ja gut, wir können es mit Lucas Walker herausfinden, denn der Mörder war ja die, mit dem gleichen Revolver, ne? Das war dann 1904. Und das war dann ein Local Shop 4 Glauer Street. Das wäre dann hier. Okay, also gehen wir jetzt wieder hin. Und Tarotkarten brauchen wir ja keine mehr, ne? Ne. So, Lucas Walker. So, so langsam müssten wir aber wissen, wie es geht, ne? So, Zodiac. Okay, das war nur ein Ton. Zodiac sein. Oktober 10. Oktober 10. Okay, Libra. Also wieder er. So, third letter of the first name is if the name... Ja? Der dritte. If the name has less than... Achso, oder the first. Da muss man immer ganz genau lesen. Ich überspringe das immer so gerne. The third letter of the name or the first if the name has less than... Ne, dann ist es der dritte. C. C wäre 3. So, und das heißt, rot kommt auf 3. Da ist hier oben. Die Dualkerze geht schon wieder aus. So, und dann, er... More than 5 letters, 1, 2, 3, 4, 5, ja. Oh, verdammt. Oben, ne? Nee. Bin zu spät. Fuck. Macht die auch Türen auf? Ja, oh. Okay. Langsam klappt's doch. So. Wahlkerze an und wieder rüber zur Map. Hier zum Glücksrad. So. Auf der Morden, 1, 2, 3, so. And the kill letter of the Shernim is the fifth one. 1, 2, 3, 4, 5 ist ein E. E haben wir hier auf der 5. Und dann kommt das Blaue auf die 5. So, Stunde 12, also 24. Tag, der dritte. Monat der erste. 1904. Was? Schon wieder falsch. Moment. So. Zodiac sein. Black Arrow.
Man darf es nicht so schnell machen, da geht's auch, ne? Oktober 10, komm. Jetzt nochmal genau nachgucken. Oktober 10. Er. So, the third letter of the name or the first? If the name has less than three letters. Ne, hat er nicht, also der dritte. 1, 2, 3. Ist C. C ist hier. Auf der 3. Also kommt das Rote auf die 3. Das Rote ist auf der 3. Kill it auf den last name. So, der last name ist Walker. 1, 2, 3, 4, 5 Buchstaben. Also wäre es E, weil hier steht, if there are more than five letters in the surname, then the key letter of the surname is the fifth one. So, der fünfte. Das wäre E. E ist 5. Lash den schwarzen Pfeil aufs Sternzeichen. Ja, ist er. Oder hab ich schon wieder falsch? Das ist auf der 4. Achso. Ich dachte, das hätte ich schon. Oh, ich werd wahnsinnig, ey. So, Sternzeichen. Er. Ah, oh, so dusselig, ne? So, Stunde 8. Aber nicht seins. Wie meinst du das? Hä? Moment, Moment, Moment. Ne, ist doch richtig. Wo ist das schon wieder? Ist oben, ne? Oh, verdammt. Oh! So meinst du das, ja. Sternzeichen war falsch. Ich hatte das noch von ihr drin und nicht von ihm. So, Uhrzeit 8. Plus 12 ist das, ne? Evening, ist das Evening? Okay, so. So, also 20. Dann Tag 6, Monat 9. So, Ritualkerze geht wieder aus. Schnell zur Ritualkerze. Und dann zur Map. Hä? Und von da sehe ich sie nicht? Okay. Das ist doch alles. Okay, ist klar. Ich wollte ja zum Map. Oh, ey, immer wenn man sich erschreckt, macht man andere Sachen. Man verliert. Licht bitte an. Jetzt steht es immer noch da, wenn ich von hier komme. Kannst du bitte das Licht anlassen? Ey, das ist ja. So, sie kann, brauche ich ja nicht mehr gucken, ne? Lukas Walker, 1904. Jetzt muss ich wieder gucken. Oh, sind da so viele. So, 96-1904. So, 4. Stimmt das, Lukas? 4 Claus Street. Okay. So, wo ist der Mörder? Ah, ja, Mann, glaube ich schon. So, Matthew Price war nicht da. Hier, ich double-check. Was zur Hölle? Okay, es hieß ja, es gibt mehrere Leute, die... So, und sie müsste, ja, ne, weil... Genau. So, das heißt, das waren alles Mörder, die waren alle daran beteiligt? Das kann ich mir fast nicht vorstellen. So,
20 Uhr, Glower Street. 20 Uhr, Glower Street. 4, 4, 4, 4. Und der Lukas. Oh fuck. Wo jetzt schon wieder? Über mir. Über mir. Fuck, und ich verrenne mich hier. Scheiße. Fuck! Boah, ne. Komm, wir rennen da rein. Das ist ein... Boah, trotzdem erschrocken. Das ist fake. Wo ist sie? Sie rennt jetzt hier runter. Okay. Holla, die Waldfee. Ich kann nur einen Killer. Irgendwas stimmt hier nicht. The Murderer Seeks Justice. Wir lesen das nochmal. So. We have a lot. Bla 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 bla. Irgendwie, wir hatten doch einen Clou von den Tarotkarten, ne? Seeks Justice. Jealous of her boyfriend. Also sie vielleicht Justice. Papa Marsh. Sie wurde beraubt von Lucas Walker. Also sie könnte das auch sein. Was zur Hölle? Okay. Er hat irgendwie an seinem Platz irgendwas kaputt gemacht. Matthew Price. Alter, die haben ganz schön Unsinn getrieben hier, ne? Jeder ist sauer auf die, aber was mache ich denn jetzt? Es gibt nur einen Mörder und drei Hinweise. Dossier. Sind the killers? Ja, weiß ich nicht. Ich habe nur den Clou. Send where he was at the hour of the first murder. So, das war hier. First murder is dead. So, send where he was at the hour of the second murder. Also zur Stunde des zweiten is dead. So, send the result of the victim's tarot reading. Seeks justice. So, und woher weiß ich jetzt, welcher Mörder der richtige ist? Seeks Justice können ja einige sein. 1903, 1904. Aber nur einer war an beiden Orten. 1903, Jerry. Glower Street 7. Wo war er? Glower Street 4. Matthew. Glower Street 7. Wir können halt nur einen ausschließen dann, ne? Den Matthew habe ich gar nicht markiert, den Matthew Price. Aber selbst das hilft doch nicht weiter, oder habe ich irgendwie einen Denkfehler? Matthew Price, wo ist Matthew Price? Matthew Price, wo bist du? So, Matthew Price. Innocent. So, Harper Marsh, Glower Street 4. Harper Marsh, Glower Street 7. Das ist doch... Wir müssen nochmal lesen. One couple terrorized residents. Also die beiden haben Leute terrorisiert. Couldn't do anything. It ended badly. The couple was killed. Experts say they were shot from the same revolver. The locals refuse it. Maybe they deserve it, but if we don't arrest the culprit, their friends will come to the neighborhood and we will have a lot more victims on our hands. So, ich bin... Habt ihr eine Idee, was ich jetzt machen muss? Bin ein bisschen überfragt, denn... Ach. Ja, so. Alter! Was zum... Ey, ich hab da null mit gerechnet. Was zur Hölle? Oh, meine... So, was mache ich jetzt mit den ganzen Infos?
Tarotkarten. Können wir vielleicht... Ja, hallo. Das ist clever gemacht. Jetzt schmeißen sie immer wieder ein paar Events rein, ne, die du schon kennst, und dann erschreckst dich, wenn du es gar nicht mehr erwartest. So, kann ich das hier... Ah, schaut mal, jetzt. So, jetzt vielleicht. So, ich muss nochmal Tarotkarten ziehen. So, solange die Ritualkarten noch an ist. Komm, gib Gas. Hanged Man, das darf ich. The Fool. Justice. Nächste Karte. The Emperor. Das ist die Nummer 4. So, die 4. The Killer is a Man. Ah, okay. Killer is a Man. Ah, jetzt ist mal... Jetzt ist Schluss hier. So, wenn der Killer the Man ist, 1, 2, Thomas Hunt. Ja, mehrere. Was zum... 1903, Glower Street. Jerry... Glower Street 4, Glower Street 7. Matthew Price is innocent, so viel ich weiß. Weil der auch dort war, Glower Street 12. Oh. Thomas Hunt. Ach, schaut mal hier. 777, Glower Street 12. Thomas Hunt. Nein, 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 nein. Innocent. Matthew Price innocent, Jerry Hancock. Ja, Dickhead, ne? Deswegen, oh weh, ich darf doch solche Worte nicht sagen. Das wird auf YouTube schon wieder bad gewertet. Send where he was at the hour of the first murder. So, 13. Hour of the second murder. Dead, 20 Uhr. So, send the result of the victim's tarot reading. Killer is a man. Ist das richtig? Was? Hä? Habe ich die Clues falsch gesetzt? Nee, Leute. Nochmal, nochmal, nochmal. Street Justice. Oh, scheiße. All die Arbeit für nix. So. Speedrun. Tarotkarten. Los geht's. Emilia Borka. So, Tarotkarten ziehen. Speedrun. Wheel of Fortune. Das Glücksrad. Justice, sehr schön. Was bist du? Judgment 20. Murder Seeks Justice. So, zurück auf Stack mit euch. Nächster, Lucas Walker. Haben wir den Dreh so ein bisschen raus, aber nur ein bisschen. So, Justice, sehr schön, das ging schnell. Sag's ja, Speedrun, The Emperor. Schon wieder. Aber diesmal die 4. So, the killer is a man. Diese zwei Sachen haben wir schon mal. Jetzt. Gehen wir hier runter. Und jetzt kommt wieder das Schwierige. So, Amelia Walker. 1, 2, 3, 4. Besten nochmal nachgucken, bevor ich mich jetzt... Ne? So, 8.13. August 8. Also, Leo, Feier. August 18. So, das war hier oben. Schwarz drauf. Dann als nächstes, weil es Feier sein ist. The first letter of the name. A. A ist 1, also kommt das hier jetzt auf die 1. Und das andere war, okay, er pustet mir wieder ins Ohr, wenn es dir Spaß macht,
So, the surname, the key letter of the surname is the first one. If not, it is the last one. Ist das jetzt gedreht? Gegenüber eben? Hatte sie auch schon 18? August 13? Leo, fire. Okay. Surname has identical letters. Hat er nicht. So, und dann ist es... It's the first one. Okay. B. Und B wäre... 6. Nee, wenn's... If not, is the last one. So rum war es. R. R ist 2. Okay, hier kommt 2. Dann haben wir Stunde 1. Plus 12 macht 13. Ist schon wieder ein Spiegel auf. Und natürlich ist der oben. Natürlich. Schaffe ich das in Time? Ja. Easy. Easy peasy. So, die Tür machen wir zu, bevor ich mich wieder erschrecke. Ah, so. R. R ist 2. Okay, da waren wir schon. So, Stunde ist 13, Tag 28, 1. Moment. Monat 1, doch. 1903. So, dann. Lukas. First Name. Beziehungsweise zuerst mal Oktober 10. Libra, R. So, haben wir gemacht. R. Third letter of the name of the first. C. C ist 3. 2, 3. Ja, das ist alles okay im Hintergrund. Der more than 5 letters in the surname, dann the key letter of the surname ist the fifth one. 1, 2, 3, 4, 5. Das wäre E. 5. Ja, und die Kerze ist aus. Puh. Hätte er sich mal längere Ritualkerzen gemacht. Nö, nö. Ich lache jetzt noch. Es kommt bestimmt bald wieder was, was ich schon nicht kenne. Und es ist hier wieder Primetime. So, kann ich das jetzt adden? 3. War ich zu schnell? War ich mit dem fertig? Jetzt bin ich schon wieder abgelenkt, ne? Unglaublich. 2. War und dann? Ich hatte das doch... Ach so, ich hatte es noch nicht umgestellt. Stunde 8. 20. Tag 6. Monat 9. Langsam. So, hier. Das kommt weg. So. Jetzt haben wir das schon mal. Jetzt gehen wir auf die Karte. Auf die Karte. Ist auch gut an, ne? So, hier kommt auch... Ja, müssen wir wohl alle durchgehen. Wenn der Killer ein Mann war, dann gucken wir nur, wo war er denn? Wo war er zum Tode von Amelia? Date of birth. Ja, das ist nicht Date of... Muss ich hier gucken. So, 1-28-03-13. So, um 13 Uhr. Da war der Thomas Hunt. 1903, 7 Clover Street. Ah! Verdammte Scheiße! Oh. Ah. So, er war's nicht. Thomas Hunt. Wo ist Matthew Price? Ich hab gar nicht bei 7 Clover Street geguckt. Ich volldepp. So, es ist ein Mann. Also, ich guck jetzt nur. Thomas Hunt. Wo war Thomas Hunt? 7 Clover Street war der nicht. Matthew Price.
war hier. Jerry Hankook war hier. So, 1904. 9-6-1904. 20. Und wo soll das gewesen sein? Clower Street 7. Jetzt bin ich verwirrt. Wann? Jetzt gucke ich beim zweiten. So. 1903 war es Clower Street 7. So, und hier war es dann Clower Street 4 beim zweiten Durchgang. Also nehmen wir wieder den Matthew Price, weil er kann es schon nicht sein. Den markieren wir wieder als Innocent. So, Matthew Price, wo warst du? Irgendwo ganz außerhalb. Er war auch woanders. Ah ne, da oben ist die Clower Street. So, der war da oben. Matthew Price war nicht da. Thomas Hunt. Doch, Thomas Hunt war da. Ich mach's zu schnell, oder? Ich bin verwirrt. Thomas Hunt war zu diesem Zeitpunkt, war er dort. Aber zum Zeitpunkt 19.03, 13 Uhr, war er nicht bei der... Ich bin total verwirrt. 1.28.1903. Um 13 Uhr. Wo war er da? Clower Street ist da. Na, ah, da ist die Clower. Alles okay? Die Ritualkerze geht wieder aus. Irgendwas übersehe ich da. Ich müsste es einfach langsam angehen, vielleicht. Zugemacht. Gibt es hier auch ein Licht? Hier. Nee. Egal. So, ich brauche hier kein Licht. Ah. Ich bin total verwirrt, Leute. Was soll das? 1903, Clower Street. 12. Also beim zweiten Mal war er nicht dabei. Das kann ja also nicht sein, weil es der gleiche Revolver ist. Also er ist immer noch innocent. Ja? Also, den nehmen wir raus. Der hat gar nichts damit zu tun. Matthew Price war 1903 in der Clower Street 7. Hier. Und 1904. Warum habe ich den nicht parkiert? Das war clever. 1904, 96, 1904, 20. 6. Um 20 Uhr. Und was mache ich denn? So will ich's. Ne, 20 Uhr sagte ich ja. Ne? Ja. So, wo war er? Matthew Price. Markier das jetzt. Out of town? Nein, keiner zu Hause. Oh. Ich dachte schon, warum dreht sich das jetzt schon wieder? Und natürlich wieder da oben. Tür knallt zu. Ne, tut's nicht. Okay. So. Warum soll das dann eben falsch gewesen sein? Matthew war's nicht. Es war der Jerry Hancock. Wir lesen nochmal. Janitor moonlights as a cleaner in several shops. Several witnesses saw him quarreling with walkers. But the reason for the quarrel remained unknown. Okay. Also. War das richtig und wir haben das andere nicht gemacht? Habt ihr das gesehen? Vielleicht hier genau lesen. Send the killer's dossier. Jerry Hancock. Send where he was at the hour of the first murder. Ach so.
Ja, ich hätte sie nicht falsch gelesen. Send where he was at of the second murder. 1904. Send the result of the victim's Cabot's card reading. The killer is a man. Send. Ja! A murder weapon was found in Mr. Hancock's house. I believe that he did not act alone, but he refuses to name any accomplices. During the interrogation, he almost immediately confessed and said that he was haunted by thoughts of their murder. His thoughts didn't end, and even with the death of the Walkers, now he dreams about other murders. This cannot be a coincidence. All killers mention strange dreams and voices. It seems that among the dead hides, the one who can control the living. It's good that there is one among us who is able to control the dead. It is who can control them and not vice versa, right? Hm. Boah, das war krass. Relativ schwierig, wenn man es zu schnell macht. Rex to Regis. So, oh ja, okay. Rex to Regis. There must be an explanation of why you are starting to see her more often. Maybe it's because you are using more of her rituals and they are making contact easier. But why does she hunt if you if she herself left you all these instructions? I know it's hard for you, but you have to keep going. You saw the last case. Those who hear the voice cannot stop after one murder. Someone has to catch the guilty, otherwise we will face even more deaths. Over the past couple of months, screams and sounds of fighting became a common thing. Such a fight recently happened on the outskirts. We have found a body in a homeless camp at Southway Road 1. I talked to the informant and identified 5 suspects who could have been there at the time of death 1904 early September. The problem is that they can hide anywhere. I don't need to find all the people from there, just the killer. Send me the name of the killer and where he is today, on the 30th of November 11, 1904. So, okay, wir müssen den Killer finden und wir sollen seinen Namen senden, wo er jetzt gerade ist. Send the killer's dossier, send where he's hiding now. Diese Uhrzeit. Okay, wir haben keine Infos über, ja, early September. Also es startet wieder mit, am besten gehen wir wieder zu den Tarotkarten, die ich mal annehmen. Oh, Tarotkarten. Bin ich mal gespannt. So, Brantley Hopkins. Shuffle, shuffle, shuffle. Zup. Warte her. Umdrehen, der Teufel. Wo müssen wir stoppen? Death Card. Nicht die 13, okay. Justice. So, letzte Karte. The High Priestess, die 2. Zweite. Mörder has an accomplice. Also, na, super. Hat einen Komplizen. Okay. Dann müssen wir wieder an unseren beliebten, ans beliebte Glücksrad. Schalala. Oh, okay, ist nichts Neues. Ich dachte schon, die Reflexion. Ach ja. So. Our day and month of death do the following. So, put victims haben wir. März 3. 4. März. Bis April. Februar bis 3. März. Pisces Water. Wo ist das Symbol? Hier. Okay, ich hoffe, das habe ich richtig. Nochmal checken. 4. März. Ja. Okay. So, 4. Und das ist was für ein Water. Das hat the last letter of the name. Y. Y ist 1. So, rot kommt auf die 1. Dann, the surname has identical letters. Okay, ist noch alles in Ordnung.
Identical Leathers. H-O-P-K-I-N-S. Nee, hat er nicht. Then the key letter of the surname is the last one. If not, then it's the first. Wollte das sein, ja. Okay, also H. H ist 5. So, es zeigt den Morgen. Was mache ich beim Morgen? Beim Morgen machst du dir Sorgen. I can means that the death happened in the morning. Okay. Ja, dann, Tag. Na, verdammt. Und schon wieder oben. Natürlich. Muss immer der Spiegel da hinten sein, ne? Ich muss hier meine Arbeit machen. Monat. 9. Tag 3. Stunde 2. Im Jahre auch 1904. So, okay, das haben wir auch. Jetzt auf die Karte. Wir müssen wissen, wer, wo, wie, was. Die Ritualkerze geht schon wieder aus. Da muss ich hin. Eine neue anzünden. So, stehst du da wieder, Omi? Ne, okay. Warum eigentlich? Unsere Oma wurde ja getötet. Mit Messerstichen. Warum jagt die uns und kommt aus der anderen Welt aus irgendwelchen Spiegeln? Das ist nur noch so ein bisschen... Naja. So, er weiß ja, wo der getötet wurde, oder? Will nur wissen, wo der Killer war. Wir gucken mal, wo er denn war. So, nochmal schauen. 9-3-1904. 3-1904 um 2 Uhr. So, müsste passen. Junge. Okay, Southway Road 1. Okay, wo war Wyan Turner? Er nicht. Max Richardson. Nein. Sebastian Borg. Okay. Elliot Edwards. Okay. Alexandra. So, also die beiden. War da gerade, da hat sich jemand die Hände gewaschen. So, was ist jetzt der Unterschied? The murder has an, also er hatte... A handyman and a troublemaker. He was fired after he stole money from work. He had a passion for poker and this is a dangerous thing. Das ist wohl wahr. Sebastian Borg, Street Artist. He sold his drawings at the intersection of Fifield and Noah. Not so long ago, after he started to hang out with Edwards, he began to dabble in pretty theft. In pity theft. So. So, die Frage ist, wie finde ich jetzt hier wieder raus, wer der Mörder ist? Die waren ja beide. In der Southway Road 1 um diese Uhrzeit. Und es gibt nur einen Mörder. So, kriege ich da irgendwas aus dem Fall raus, wenn ich nochmal Tab drücke? The problem is that they can hide anywhere. I don't need to find all people, just the killer. Send me the name of the killer and where he is today. Ach so. Ja, aber wenn ich jetzt herausfinde, wo die jetzt sind, habe ich ja immer noch keinen Clou, oder? Es sei denn, er ist außerhalb von, außerhalb der Nee. Es gibt mir auch keinen Hinweis. She's a beggar, you can usually find her near the town hall. Diese Info bringt mir nichts, kriege ich aus den anderen was raus. Several interviewed witnesses said that he had scars on his body from old gunshot wounds. Former soldier. For violating the order. Naja, okay. Where he is hiding now. Wir gucken mal. 22 Uhr. Wir geben das jetzt einfach mal ein.
30. November, also 11. 3, 11. 30. So. Na, hochwürdig. So, 30. Wo ist er? Lower Street 2. Da ist immer was los, ne? Ach, wollte ich doch gar nicht. Wo sie ist, interessiert mich doch gar nicht. Okay, hat wurde auch nicht hinzugefügt. Wo ist denn Elliot? Ist hier was bewegt? Out of town. Oh. Scheiße, schon wieder oben. Nein, 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 nein. Oh, das war verdammt knapp und ich hatte kaum Zeit. Was? Ich hab doch zugemacht. Knall nicht die Tür zu. Danke. Nicht die Tür zu knallen. Danke. So, der ist out of town. Kann ich das markieren? Nee. Er ist nicht out of town. Inner Street. Und wo ist denn Sebastian Borg? Der ist da ganz in der Nähe, ne? Ah, der ist heute tot. Nur weil er tot ist, das sagt man ja nicht. Kann ich das auch markieren? Nee. Also, heutzutage ist der Sebastian Borg tot. Suspect, also ich kann nicht sagen, dass der tot ist. Suspect, der bleibt Suspect. Also ist Elliot Edwards oder wie? But they can hide anywhere. There at the time of death, 1904, early September. Hide anywhere. So, weiß jemand von euch, wer das jetzt ist? So, er hat einen Komplizen. Er wurde um diese Uhrzeit umgebracht. Beide waren um diese Uhrzeit dort. Beziehungsweise der Sebastian Borg und der Elliot Edwards. Beide South Way Road 1 zum Tatzeitpunkt. Und um diesen Zeitpunkt ist der out of town und der andere ist tot. Irgendwas stimmt hier, glaube ich, nicht. Sonst, das ist mir zu unklar. Irgendwas, I don't need to find all people from there, just the... Kann ich dem... Wir gucken einfach mal, ob der jetzt zwei, nee. Nur ein Feld. Nicht außerhalb der Stadt. Innerhalb der Stadt unten links da in der komischen Pinner Street 17. Und erst der andere ist tot. Das muss ja nicht heißen, dass der tot war. Ich könnte... Ne, er war ja nicht tot zu dem Zeitpunkt. Verdammt. Das ist seltsam. Wie bekomme ich jetzt raus? Large sum of money hat der gewonnen. Double in Petty Theft. Der hat sehr viel geklaut. Er hatte eine Passion vom Poker. Ja, das Ding ist aber, ja, einer ist jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt ist der tot. Also er muss den anderen finden, also gebe ich einfach die Adresse des einen an und der andere war Komplize. Auch wenn er das war, wird der Polizist das über den Elliot Edwards herausfinden. So ist jetzt mein Gedankengang. So, und der Clou, has an accomplice. Hoffentlich ist das richtig. Ne. The suspects have fled. It is quite possible that they have long left the city. We've turned the case over to the marshals, but it seems unlikely that they will be able to find anyone. The murder has an accomplice. Hat nicht gegriffen. Der Clou war falsch. Hä? Was haben wir denn da falsch gemacht? So, nochmal. Speed one. Jump bam. Ba-bam. Hör zu. Tarotkarten. Mir bei den Tarotkarten schon was falsch gemacht. So, wir erst das Opfer. Also stellen wir das hier hin.
Head of Death, 19 Uhr. So, dann Tarotkarten. Karte ziehen. So, was haben wir denn da? Tower. Wir brauchen Justice. Zu schnell mit deinen Klickefingern, das kann sein. So, The High Priestess 2. Da ist es doch. Add a connection between victim and the killer into your clues. So, kann ich... Mark the connection between victim and the killer on the nearby list. Das war's schon. So, mehr kann ich mit diesem Clue nicht machen. Das ist der Clue. Und der wurde angemeckert. Deswegen haben wir die letzte Runde nicht ge... Das war seltsam. The murder has an accomplice. So, jetzt gehen wir wieder. Ja, danke. send where... Ach so. Hä? Stand da nicht was anderes eben? Send where he's hiding now. Ach, ich bin so blöd. Okay. Das ist mein Fehler. Wem, ne? Es muss ja auch meiner sein. Ach ja. das war hier Water. Das Zeichen, ne? Jawohl. So, Water sign, the last letter of the name, Y. Y ist 1. So, das ändert sich anscheinend nicht, ne? Nicht. If not, then it's the first one. Ha. Water sign. Ja. A. A ist 5. Was? Unser Pustekuchen ist es wieder? 5. Der hat halt einen schweren Atem, der hat gerade Sport gemacht. So, Stunde 2. Weil es so schön war. Stunde 2. Ah, verpeilt, ey. Tag 3. Monat. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil, oder wie war das? Das war auch 1904. Ja, war es. Ad. So, okay. Dann wieder zur Karte. Okay, unser Opfer, Brantley Hopkins. Und der Spiegel geht wieder auf. Ist direkt gehört. Endlich mal einer unten. Nicht die Tür knallen, danke. So, Hopkins, 1904. 9-3-1904-2. Southway Road 1. So, dann... um wie viel Uhr? Ne, wir machen erst die anderen beiden noch. Wir markieren die einfach mal. Max Richardson ist innocent. Ryan Turner ist innocent. Okay, Sebastian Bulk ist suspect, suspect und sie ist innocent. So, wo war der Sebastian Bulk? Er war... Achso, ja, die waren beide dort. Die Dualkerze geht aus. So, und dann... wo sind sie heute? Habe ich jetzt alles. Und später muss ich angeben, wo er sich jetzt befindet, der Mörder. Und das ist 22 Uhr 11.30. Ja, 11. Amerikanisches System ist so ätzend. 11.30. So, die kann ich eigentlich wegtun, zuerst mal. So. Wo ist jetzt der Sebastian Bulk? Der ist tot. So, also hatten wir auch richtig. Und der Elliot Edwards, der ist in der Street 17. Und jetzt gehen wir hier raus. Okay, komm, das haben wir jetzt. Oh ja, okay. Send the killer's dossier. Elliot. Send where he's hiding now. Clue.
Jetzt 22 Uhr, um diese Uhrzeit ist er hier. Ah, okay. It turned out that we are dealing with two murders. Oh, das ist aber auch fies, weil es hieß einer, ne? This morning Edward tried to hang himself in his cell. He said that he planned to share the loot with Borg, but the devil convinced him to keep everything for himself. We were right, it was his voice again. The people who have fallen under the influence of the voice are not connected in any way. They have only two things in common. First, they all live in our town. And second, this voice compels them to commit murderers. Whoever that voice is, it wants to drown our city in blood. Maybe our grandmother was trying to stop it. Deswegen musste unsere Großmutter wahrscheinlich sterben. Und ja, du hast recht, man müsste einfach besser lesen. So, House Fire, Tag 8. I decided to leave this whole problem with Weiss for a while and focus on finding the killer of our old woman. This may help us to find out what's happening with the town in the long run. One of the suspects is Henry Saunders, a very hot-tempered young man. He worked in his father's shop and often delivered groceries to our old woman. In July 1904, a fire broke out at his home on Durham Road 2. Only one body was found inside. It was heavily burned, but we recognized it as Henry's wife by her jewelry. Saunders himself is mysteriously missing. I suppose he could rob our old woman and set his house on fire to fake his death and quietly leave the town. To confirm this, I need to know what exactly happened during the fire. Okay. Saunders himself. Sophia Saunders. Before her marriage, she sold flowers on the corner of Barnhill in Durham while living with her parents on Pinner Street. After a marriage, she became a housewife and stopped going outside. Stopped. A carpenter. He worked at his father's shop, but no one saw him there after the fire on Durham Road. Also nach dem Feuer war der Tschüssikowski. Okay, welche Infos haben wir? July 1904. Müssen wir hier nur... Jetzt bin ich verwirrt. So wenig Info. Wir müssen einfach nur rausfinden. Survivors Dossier. Send the location of the survivor during the fire. Das heißt, die Tarotkarte brauchen wir gar nicht. Oder können wir doch trotzdem irgendwas rausfinden? Ich glaube nicht, ne? Date of Death und er wissen wir nicht, wo er ist. Können wir trotzdem irgendwas über den Mörder herausfinden vielleicht? Bin gespannt. Ne, Tarotkarte geht nicht. Wenn wir schaffen ohne Ende, es passiert nichts. Also, die Antwort ist nein. Okay. Der Tag fehlt. Und die Uhrzeit? Die werden wir dann jetzt herausfinden an unserem beliebten Glücksrad. Juhu. Immer schön. So, Sophia Saunders. Ich dachte, ich höre Schritte. So, April. 1. April. 1. April. Fire. Dieses Symbol oben rechts ist das. Nee, das ist ein anderes. Warum gibt es eigentlich mehrere Symbole? Feuersymbol, sein. Wo ist es? Ah, es steht schon da, wo es sein soll. Okay. Besser lesen. So, Fire sein. The first letter of the name. S. Ist die 3. Hallo? Die Kerze schon aus? Die ging doch nie so schnell aus. Ist komplett weg? Normalerweise stand da doch immer noch ein Stück vom Stängel. Was geht hier ab? Das gefällt mir nicht. So, durcheinander gemacht. 3. So. Ich denke mir auf einmal, wo sind die Zahlen hin?
So, Fire sein Last Name. Ich hatte keine angemacht, echt jetzt. If the surname has identical letters, then the letter name letter of the surname is the first one. Saunders. Ja, hat sie. First one. Also auch wieder S, oder was? Und S ist nochmal 3. Das soll richtig sein. Irgendwie, okay. Ah, unser. Das ist unhöflich. So, Tag 30. Monat 9. Warum ist immer 9? So, Stunde 8 plus 12, 20. Das soll richtig sein. Nee. July 1904. Was habe ich denn jetzt so extrem falsch? Ach, ist das schön. So, nochmal. 1. April. Aries, Feier. Wo ist das Schwarze? Hier. Aries, da ist ein Stier drauf. Aber gut, das ist richtig, auf jeden Fall. So, dann First Name. Feier sein. The first letter of the name ist S. S ist 3. Steht auf der 3. Hier steht dann Fire Sign. If the surname has identical letters, Saunders, S ist auf jeden Fall doppelt. Then the key letter of the surname is the first one. Also S auch auf die 3. So, 1, 2, 3. Habe ich was falsch gelesen? Monat ist der 9. Stimmt. Tag ist der 30. Stimmt. Uhrzeit ist 8 bis 12, weil in der Nacht. Ist 20. 19.04. Mark and where he is now at 22. Muss ich da einfach nur zur Map? Ne, ich hab da die Uhr. Ah ja, toll. Doch. Oh, wie blöd. Ich denke zu kompliziert. Mark and where is now? 22. Ja. Schon wieder oben, ne? Ja. Renn, 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 renn. Ich will nicht zuknallen. Hör auf zu lachen. Zu heulen. So, 1. Dezember 1904. 1. Dezember 1904. Ist tot? Zwölf. Okay. Also war sie das? Ist dann abgehauen oder wie? Ist dead? Hier ist Clues. Sent the survivor's dossier. Also sie hat überlebt. Sent the location of the survivor during the fire. Location. Inner Street. Okay. Mark and where he is now. Hab ich ja. During the fire. Ah, man sollte richtig... July 1904. Also muss ich rausfinden. Okay. Oh, Ritualkerze geht schon wieder aus. Oh, bitte keine. So, okay. Du. Da haben wir aber kein genaues Datum, oder? Date of birth, work, bla bla bla. Hier steht auch nichts. Und hier steht auch nur in July 1904. At his home on Durham Road 2. So, und dann sollen wir sagen, wir sollen mitteilen, wo er jetzt ist oder sie.
Send the location of the survivor during the fire. Wo war Sophia zur Zeit des Feuers? So, aber wir wissen ja... Ich frage mich, wo der genaue Tag steht. During the fire. So, und the victim, also er ist tot. Also muss ich ihn behandeln? Ich glaube, was gehört? Nee. Okay, mal gucken. Vielleicht denke ich einfach zu kompliziert. So, zweiter... Ja, okay, 2. Februar. Februar 2. Ist Aquarius Air mit den Wellen? Wo sind die Wellen? Aquarius Air. So, the third letter of the name or the first of the name has less than 3. Nee, hat er nicht. Third letter of the name. 1, 2, 3, N. N wäre 5. So, N wäre 5. Der nächste Name. So, 1, 2, 3, ja, definitiv mehr als 5. Then the key letter of the surname is the fifth one. 1, 2, 3, 4, 5, D. D ist 4. So, und dann hätten wir 7, 22. Stunde 7 morgens. Nix addieren. So, okay. So ist es richtig. Kriegen wir das doch hin? Nee. Oh, hallo Omi. Ich dachte, die steht jetzt hinter mir. Hätte ja sein können, ne? Bevor die gleich wieder ausgeht. Eieieiei. So, Henry Saunders. 7.22.1904. Wie viel Uhr? 7. Der Monat auch. Okay, und dann lässt er erst so zu. Okay, ist okay. So. Of the survivor during the fire. Ne, Sophia kommt dahin. Zwölf. Okay. Ich hoffe, wir haben jetzt alles richtig. Okay. Send the survivor's dossier. Sie hat überlebt. Send the location of the survivor during the fire. Das soll man sich dann mal merken, ne? During the fire, 1904, Juli, July, 22. Where is now? 22 Uhr, Dezember 1. Pinner Street 12, send. Ja, so it was Mr. Saunders who died and not Mrs. Saunders. We found her at her parents' house. The poor girl burst into tears as soon as she saw the officer. I decided to ask her about possible dreams and she looked at me shocked. She told me that the voice of the saint had ordered her to punish her cruel husband. Amazing thing is that she is sure that his voice was a woman's. Henry Saunders can't be our murderer, but I'll keep digging. Let's try to find out which of the possible suspects recently got which. Voice was a woman's. Sucht unsere Großmutter Rache? Black Sheep, das schwarze Schaf. Okay, our next suspect, Miss Darnton, is an old lady and a long-time acquaintance of our grandmother. In October 1904, Miss Darnton announced that she had won a check for $40,000. And a week later, her four grandchildren and sold hers
Can't twist der lonely old lady for the first time in 15 years. Funny coincidence. Another surprising coincidence was that soon Miss Daunton died, peacefully at her home at Glover Street 16. Determine which of them could have killed her. Until then, I will check whether she really won the money or she just visited our old woman. Okay. Send the killer's dossier, send the results of the victim's reading of the tarot cards, send the results of the killer's reading of the wounds. Was? Runen? Oha. Runen? Oh ne, neues Gebäude. Ein neues Gebäude, sag ich, neuer Raum. Ah, sehr vertrauenerweckend. Schöne Bilder. Warum ist sie durchgestrichen? Okay. Was ist das hier? Rune Fortune Telling. Put the suspect dossier on the stand. Suspect. Ja, dann müssen wir erstmal den Suspect herausfinden. Oder können wir das mit allen machen? Last name will reveal the main secret hidden by a person lately. E. Got a crisis or finding a new faith? Was zur Hölle ist das? Become witch? Okay. Suspect. Also sie nicht. Arthur Walsh. Komm, ich will es einfach mal ausprobieren. So, make sure the ritual candle is lit. Throw the wounds on the table from the bowl. Das ist so cool, ne? Okay, und jetzt? Put those of them that lie with the sign up back in the bowl. Okay. Clear the table and throw the wounds from the bowl. Ja, jetzt lege ich die aber... Wie clear ich denn den Table? Die, die nach oben schauen, soll ich zurück reinwerfen. Ah, indem ich darauf klicke. Okay. Das ist so cool gemacht, ey. So. So, und jetzt geht das 80 Mal so weiter. Ach so. Ja, vielleicht soll ich aufhören. If there are no wounds left on table with sign up, then the divination cannot tell anything useful. The last remaining rule will reveal the main secret hidden by a person lately. So, das ist ein R. Wo ist das R? Raipo. Was ist Raipo? 5. Journey. Relocation. Person has found a new home. Okay. Kann ich das irgendwie hinzufügen? Ja. 5. Has found a new home. Okay. Wir haben das noch gar nicht durchgelesen, was mit den Personen ist, ne? Aber wir machen das jetzt zuerst mal zu Ende. So, die Dorothy Walsh. Steht das selber auch hier drin? Ja. Okay, dann hätten wir es lesen können. Komm, wir machen es gerade. He came from the west and brought with him problems. He spent most of the day in a bar on Glower Street drinking. Bothering local girls and starting fights. He hasn't received his inheritance yet, but it looks like he already started spending money. Okay. Geld für was? Geld für was ausgegeben? Ja, auf jeden Fall ein Troublemaker, so wie es ausschaut. So, alles neu. Würfeln wir mal und finden heraus, was mit ihm so los ist. Dualkerze geht aus. Schneller, schneller, schneller. So, nothing useful, oder? Okay, auch er. Achso, ja. Haben wir ja schon. Die Dorothy wollte ich doch haben. Ah, war ich wieder zu schnell. So, würfeln, würfeln. Ja, und der Spiegel. Warum ist es unten? Verdammt. Natürlich ist es unten. Das schaffen wir nicht. Ah doch, wir hatten ein bisschen Zeit diesmal. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Na, stehen sie wieder da?
So, und jetzt, wenn ich rauskomme, ne? Das hier habe ich jetzt kommen sehen. Jetzt, ne? Okay. Noch nicht. Noch nicht. Würfeln. So, nach oben rein damit. Nochmal würfeln. So, was ist das? Ein P, hätte ich gesagt. Ein Wunyo. Wo ist das Wunyo? Joy a new lover. Das soll mir eine Info bringen. Okay, Taylor Watkins. Was, welche Geheimnisse hast du? Okay. Bin gespannt. N. Hagalas. Was ist Hagalas? Read, a person has lost a lot of money. Okay. Was ist mit Andrew Dorton? Den haben wir jetzt, das haben wir doch schon wieder nicht vorgelesen. A very practical and hardworking girl. She came to the city with her brother and in the first week she got a job at the local tailor. Okay, Taylor Watkins, he was engaged in cattle transfer together with a group of friends. He said that he left everything behind when he found out that his grandmother needed him. He claims that he spends most of the day in the stable on the outskirts of Pinner Street. Okay, und was ist mit Andrew Dorton? Who would have thought that someone from this crazy family would become a preacher? Mr. Denton spends most of the day at the chapel at Woodland Road. He was even entrusted to conduct several local sermons. Was immer auch Sermons ist, Zeremonien wahrscheinlich. So, was versteckst du denn? Was können wir über dich herausfinden? Rein damit. Na? Ein Pfeil nach oben. Oder ein Pfeil. Tai was. Okay. War hier noch ein Licht oder bin ich jetzt verwirrt? Ah, hier war es doch heller. Nee? Okay. Dreh am Rad. Tai was. Wo ist Tai was? Was zur Hölle? Hier ganz unten. The God of Tyre. Person hides or changed his name. Versteckt sich. Müsste jetzt dann noch weiter nehmen, ne? Hier. Der Ton gefällt mir nicht. Ah, hallo. Ich lache jetzt drüber. Irgendwann kommt wahrscheinlich das Gleiche und man rennt rein, es kommt was ganz anderes. Ich warte drauf. Okay, was haben wir denn alles an Infos? So, wir haben jetzt die Runen gelesen. So, er hat ein neues Zuhause gefunden. Sie hat einen neuen Lover. So, der Taylor Watkins person has lost a lot of money and person hides or changed his name. So, und sie... She was quite an infuriating person. She didn't communicate with any of her relatives, at least until she won. Okay, but then 4 grandchildren came to the city at once. Also, ne, wenn sie im Sterben liegt, dann kommen sie angekrochen. The last few days before her death, she met a notary to draw up a will. After that, she died quietly in her sleep. So, sie hat also den Notar beauftragt, ein Testament. So, und er hat sehr viel Geld verloren. Und er hat seinen Namen getauscht oder versteckt. Dorton? Dorton. Und die sind miteinander verbunden. Das ist ein bisschen seltsam. Und die anderen, ja gut, New Lover, neuer Name, ne? Wer weiß. So, was wissen wir denn sonst noch? Erst wissen wir, dass schon wieder der Spiegel... Natürlich da oben. Nein, 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 nein. Oh, war das knapp. Holy shit. So, müssen wir irgendwas genau wissen. Oktober 1904 at der Home in Clover Street.
So, Tarotkarte. Dazu müssen wir den Suspect kennen. Die Runen haben wir gelesen. Sie war doch angeblich, ist sie doch friedlich eingeschlafen. So, Zodiac sein. Komm, wir probieren es mal. Was kriegen wir dann raus? Den genauen Zeitpunkt. Wir haben nämlich die Uhrzeit nicht. Die ist wichtig. So, November 11. 18, also 11, 18, 29. Oha. Das ist aber Date of Birth. November. Das ist Skorpion und hier das Zeichen Wasser. Dieses komische Wasserzeichen, okay. Wie sieht das aus? Kleiner F... Alles in Ordnung. So, das ist so ein komisches... Da ist Skorpion. Ah, das kann man jetzt erkennen. So. Okay. Dann, wenn's der Skorpion ist... Hier, das ist ein Water Sign. So, Water Sign, the last letter of the name. Also A. A ist 1. Schieben das auf die 1. Haben wir jetzt das Richtige? Ja. So, und dann? The surname has identical letters, then the key letter of the surname is the last one. Danton. Ja, 2N. The last one. N. So, 5. Müsste die 5 sein. Und wenn ich jetzt nicht schon wieder zu ungeduldig war, müsste das jetzt passen. Boah! Oh, ey, mein Herz, ey. 10. Holy shit. Tag? Das ist 9, oder? Ne, 6. Das sind mal Geister-Events, da ist Phasmo absolut gar nichts. So, müsste es dann gewesen sein, ne? 1904. Ja. Ja, okay. So. Jetzt bin ich gespannt, was wir herausfinden. Ob wir überhaupt was herausfinden, wie auch immer. So, wir bestätigen einmal, dass alles richtig ist. Es war Flower Street 16. So, jetzt gucken wir, ob wir die Uhrzeit richtig haben. 10 Uhr. 5.6. Hier 5.6. Flower Street 16. Müsst ihr da. Ja. Okay, hier ist sie friedlich eingeschlafen. Okay. Die war nicht da. Inner Street 17. Der Taylor Watkins. Has lost a lot of money. War zum Zeitpunkt des Todes woanders. Sie waren, also die Walsh-Familie war bei der Victoria Daunton. Ich nehme auch mal an, dass sie geborene, das heißt immer die Grandchildren, ne? So, wo waren Andrew Daunton? Zeig mal her. Okay, alle da außer einer. So, die. Ah, hat der andere die umgebracht und die sind dann hin? Nee, das macht keinen Sinn, ne? Wir lesen es noch einmal. Had she won a check and a week later her four grandchildren and soul hers came to visit their lonely old lady for the first time in 15 years. Died peacefully at her home at Clower 16. Wer könnte ihn getötet haben? Wir haben doch hier a new lover, has found a new home, has lost a lot of money.
lots. Has lost a lot of money. Hides or changed his name. Andrew Daunton. Und Andrew Daunton war woanders. Warum? Warum? Und wo war das andere, das dabei steht? Mag er das gewesen sein? Er geht dahin, vergiftet sie. Sie hat... Aber, hä, sie hat doch... Wo steht denn das nochmal? Stand du irgendwo dabei, dass sie... Hier. She, the last few days before her death, she met a notary to draw up will. After that, she died quietly in her sleep. Ja, wenn ich bloß wüsste, die Tage vorher... So, Ritualkerze. Tarotkarten. Oh, der... Oben oder unten? Natürlich oben. Oh. Immer der... Ah! Alter! Dieses Spiel macht mich fertig! Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, Mann. So. Ah, jetzt lese ich es auch im Chat, ja? Tarotkarten. So, the Empress, nein. The Chariot. Tja, ein Hitze, ey. The Emperor. The Fool. Gib mir endlich Justice. Jawohl, Justice. The Magician, 1. Killer used the false identity, used the wounds. Wer schmatzt denn da? Das ist eklig. Bah. Ekelhaft. So, you find out a secret of a person. Ja, falsche Identität. Wer könnte das wohl sein? Killer used false identity. Send the killer's dossier. Er hier wahrscheinlich. Dann send the results of the victim's reading of the tarot cards. Of the victim. Sie war victim. Killer used the false identity. Send the result of the killer's reading of the wounds. Person hide or changed his name. Hoffentlich ist das richtig. Was meint ihr? Senden. Bitte, bitte, bitte. Ja. It seems that our preacher not only decided to play the role of the grandson, but also to speed up the process of obtaining an inheritance. I got confirmation from the organizer of the lottery, so his grandmother was really that lucky. Well, more or less. Our grandma, as it turned out, remained poor until her death. She spent all the money she earned on books, cards and other fortune-telling tools. Also auch Wahrsagetools und so weiter. They are worthless to anyone but you. I have only one remaining suspect, Judge Brooks. He released several of the criminals that were found by our old woman, and she, in turn, helped to lock several of his wealthy but dubious sponsors. They hated each other. Brooks retired several years ago and was happily forgotten by everyone. I will try to find out what he's doing now. Also ist er jetzt derjenige, der verdächtigt wird, der Brooks?